Das ist unsere Kollegin, glücklich in einer Beziehung. Und trotzdem testet sie für uns, was es so gäbe im Internet, wenn sie wollte. Sie meldet sich bei 3 Portalen an. Zur Partnersuche bei Elitepartner und Friendscout, zum Sextreffen bei C-Date. Anonym. Ihre Angaben minimal. Wie alt ich bin, ob ich ledig bin oder vergeben bin. Und wie groß ich bin, ob ich schlank bin, ob ich dick bin. Haarfarbe, Augenfarbe und so weiter. Viel wichtiger die Frage, was sucht sie? Alles ist möglich. Bei Friendscout habe ich mich angemeldet als Single und suche eben nach einer festen Beziehung. Und dann gibt es eben noch diese Seitensprung-Seite, wo ich einfach nur ein schnelles Abenteuer will. Nach 3 Stunden die ersten 14 Bewerber. Angeblich alles seriöse Akademiker. Kennenlernen, ja. Mehr erstmal nicht. Das sind wirklich ganz anständige Kerle, die einfach nur fragen, hey, wollen wir uns mal treffen? Der eine hat mich sogar auf eine Weltreise eingeladen. Und das ist klar, aber wenn ist eigentlich alles recht anständig und reizt mich persönlich jetzt aber nicht so sehr. Ich habe mich ja noch bei diesem C-Date angemeldet, bei dieser erotischen Kontaktbörse. Und da gibt es bisher nur einen einzigen. Wie stellst du dir unser erstes Zusammentreffen vor? Ihre Antwort bewusst lasziv. Möglichst schnell und ohne Worte. Deutlicher geht's ja wohl nicht. Später am Abend, 6 Stunden nach Testbeginn. Gerade mal 30 Bewerber haben sich gemeldet auf dem seriösen Markt. Lust auf Flirten haben sie alle. Ich könnte damit nichts anfangen, weil es einfach zu viele sind. Man kann sich nicht wirklich entscheiden. Viele haben auch kein Foto drinnen, die meisten sind Akademiker, also es ist irgendwie immer das Gleiche. Man ist jetzt nichts Besonderes dabei, dass man sagen kann, oh ja, der sticht jetzt total raus oder so. Ich finde einfach, dieses Überangebot an Männern macht es total schwierig, eine Entscheidung zu fällen. Die größte Überraschung, auf der Sexbörse bleibt es bei einer Reaktion. Unsere Testperson wartet weiter, bis in die Nacht.